Paolo Duca, 5-3-Sieg gegen den ZSC auswärts. Ist etwas Spezielles, wenn der Tabellenletzte gegen den Schweizer Meister gewinnt, oder? Ja, das. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir uns gut für die Playouts vorbereiten. Und ein Auswärtssieg ist immer sehr gut, vor allem gegen so eine starke Mannschaft. Und ich glaube, vielleicht heute haben wir nicht den besten ZSC gesehen, aber ich glaube, nicht unverdient gewonnen. Man hat das Gefühl gehabt, von außen, Ambri hat sehr clever gespielt. Am Anfang ein bisschen abgewartet, dann die erste Chance genutzt und dann eigentlich Zürich anrennen lassen, im Mitteldrittel sogar auf 3-0 davonzogen. Ist das eine Taktik gewesen? Zuerst langsam und nachher aber Vollgas? Ja, Taktik. Man kann nie planen, dass man so schnell 2-3 Goal schießt. Aber wir haben gewusst, dass Zürich viel Talent hat. Und wenn sie viel Raum und Eis haben, dann können sie wirklich gefährlich werden. Und wir haben versucht, so gut kompakt reinzustehen und unsere Chancen zu bringen. Heute ist es gut gelungen. Im Mitteldrittel war es vielleicht ein bisschen weniger kompakt gewesen. 7 Goal, also ein Spektakel für die Zuschauer. Was ist dort genau passiert? Ja, wir haben auch ein paar blöde Strafen, glaube ich, kassiert, nicht so clever. Sie haben das ausgenutzt, sie haben wieder forciert und sie haben versucht, wieder ins Spiel zu kommen. Aber wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, wo sie das Goal geschossen haben. Haben wir können gerade einen anderen schiessen, haben wir wieder Distanz können behalten. Und ja, zweite, Drittel, sehr wahrscheinlich defensiv, beide Menschen nicht super. Aber passiert auch nichts. Letzte Frage, Ambri ist Tabelle letzte, Playouts sind sicher. Trotzdem ist es erstaunt, was für eine Moral ihr zeigt. Jetzt stimmt die Chemie in diesem Team einfach? Ja, man muss auch, wenn man letzter ist, man muss auf sich zum Match gewinnen, jedes Mal. Spielt keine Rolle die Tabelle, das wissen wir schon lange, oder? Wir haben diese Saison, glaube ich, zwischen 15 und 20 Spiele mit einem Goal Unterschied verloren oder der zweite ins leere Goal. Und wir müssen einfach uns konzentrieren, dass eben dass wir mit der richtigen Einstellung auf uns gehen, jeden Match gleich, was eine Tabelle ist für uns, aber die Winner-Mentalität aufbauen für Playouts, wenn nachher wichtig wird. Danke vielmals. Bitte. Tschüss.